Yeah, JW16bars.de exklusiv, hart, Strophe, Zeiler, whatever. Hallo, ich bin JW von Weiße Scheiße, Rap aus Freiburg, in Freiburg, nicht unbedingt für Freiburg, aber für alle, die sich davon angesprochen fühlen. Dr. J, meine Fans sind suizidgefährdet, nehmen Medizin wie andere Vitamine und riechen gerne. Leben unter der Brücke und füttern Krüppeltauben. Manche von ihnen müssen drücken, damit sie glücklich aussehen. Rap ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall eine Menge Sachen aus sich rauszuschwemmen, die sich sonst vielleicht anstauen würden. Ist eine gute Möglichkeit, um Wut, aber auch Spaß und Frust loszuwerden, ein Stück weit zu provozieren und auf Dinge aufmerksam zu machen, die Leute sonst vielleicht ignorieren. Ich denke mal, die Hauptinspiration war auch, dass ich so ab dem Jahre 2004, 2005 eine ziemliche Scheiß-Erfahrung gemacht habe, beziehungsweise es mir persönlich ziemlich schlecht ging und ich konfrontiert wurde mit Ärzten und Medikamenten und allem Möglichen, was man so mit dem persönlichen Abgrund verbinden kann. Die Möglichkeit, das umzusetzen, hat halt Rap auch erleichtert. Also man hat sozusagen sein Leben betrachtet, was ist momentan der Stand der Dinge und wie könnte ich daraus was Positives ziehen, beziehungsweise wie könnte ich das unterhaltsam gestalten, weil es ja eigentlich viel Grundlage bietet für eine Interpretation und für auch unterhaltsame Musik. Warum ich die ganzen Medikamente nehme? Ach, ich würde das einfach als Experiment ansehen. Und dass ich manchmal in der Anstalt chill, ist halb so wild. Du hast da ein völlig falsches Bild. So, ihr befindet euch jetzt im Fikus-Sektor. Das ist der Ort, wo ihr unseren Vertrieb und unser Studio findet. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Und weil ich von Bitches in Lederhosen träum, höre ich öfter den Satz, ja, ich sehe dich eher so als Freund. Da sind wir. Ich mache das Ganze schon ziemlich lange, seit 2002. Die Qualität war anfangs natürlich relativ mies, die Fähigkeiten auch, wie das immer so ist. Das hat sich weiterentwickelt. Wir haben diverse Alben rausgebracht, ich glaube inzwischen sind wir bei Release 4 oder 5 über Weiße Scheiße. Wir haben regelmäßig Auftritte. Das größte war jetzt neulich auf dem One Love Festival in Hannover. Beim One Love war jetzt alles mögliche. Sido, Taktlos, Frauenarzt und Money Mark. Eigentlich mehr oder weniger alles, was so Deutschrap-mäßig Rang und Namen hat. Wir haben eigentlich bisher immer entweder im Kinderzimmer früher oder in irgendwelchen WGs aufgenommen. Inzwischen, ja, wie man sieht, ganz gute Ausstattung. Wir hatten einen sehr, sehr spenderfreudigen Fan, der uns Computer und Bildschirme gesponsert hat. Unser Sponsor, unser Textilsponsor, hat uns den Raum zur Verfügung gestellt. Wir haben uns eine Gesangskabine besorgt und inzwischen haben wir sowas, was man ein Studio nennen kann. Meine Fans war ja das, was wir eben auch in Freiburg produziert haben und läuft jetzt, glaube ich, die 11. oder 12. Woche auf Urban. Und das ist natürlich ein krasser Fortschritt. Also wir haben auch eben für das Video einiges investiert und das war auch eine sehr aufwendige Sache, alles in allem. Auch wenn man auf MTV läuft und auch wenn man, sag ich mal, irgendwie eine Chartplatzierung erreicht oder sonst was, heißt es noch lange nicht, dass jetzt irgendwie großartig Geld fließt. Durch MTV verdient man zum Beispiel gar nichts. Wie gefällt dir die Idee? Dein Name in meinem Arm ist was anderes, als jemand zu sagen, dass man ihn mag. Stell dir vor, das ganze Blut auf meinem Scheiß. Ich denke, ich habe auf jeden Fall einen stattlichen Anspruch an meine Musik. Ich will sie zumindest immer so machen, dass sie mir gefällt. Prinzipiell ist es natürlich immer was mich beschäftigt. Also ich höre ein Stück weit in mich rein, ich überlege, was passiert gerade in deinem Leben und versuche es halt umzusetzen. Und dann überlege ich mir natürlich immer, wie stark bleibe ich sozusagen bei der aktuellen Realität, inwieweit verzerre ich sie ein Stück oder übertreibe. Aber der Impuls kommt eigentlich immer von, sagen wir mal, Erlebnissen und von inneren Impulsen. So.
Ich bin damals von der Klapse an die Uni gegangen. Und das war einfach für mich halt eine Möglichkeit, um wieder den Kopf einigermaßen klar zu kriegen. Es hat mich viel Ehrgeiz gekostet so. Aber naja, man muss halt ein bisschen für eine Absicherung sorgen. Ich kann nicht von Luft leben und auch nicht von Zigaretten, auch wenn ich es manchmal versuche. So. Und Bier habe ich mir momentan abgewöhnt. Also brauche ich Geld. Ich versuche, mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich meine, ich habe genug Scheiße gefressen, als dass ich jetzt irgendwie noch es geil finden müsste, Fett abzufeiern und mir mords die Drogen reinzupfeifen. So. Ich will halt eine gewisse Sicherheit. So. Ich will auf jeden Fall nicht mehr dahin, wo ich war. Und ich will auch nicht irgendwie in 10 Jahren zurückgucken müssen und sagen, ey, was für eine abgefuckte Scheiße hast du dir da erlaubt? So. Ich habe schon meine Ziele und die will ich eigentlich umsetzen. Rap war einfach das, wo ich auch ein bisschen aus Trotz gesagt habe, scheiß drauf, wenn alle Dinge scheitern so, du machst das jetzt weiterhin und konsequent. Und habe mir halt dann versucht, so meine Reserven auch immer ein bisschen dafür herzuhalten und halt alle Energie da reinzustecken. Ja. Meine Fans, sie rennen in die Schulen und schießen. Natürlich nur in Computermatrizen. Sie zeigen lachend auf Männer mit schwulen Frauenfrisuren und tragen meistens keinen Schmuck aus einer tauglichen Uhr. Meine Fans sitzen in der Nervenheilanstalt und sind dort introvertiert, insofern das Teil reinknallt. Meine Fans beten zu Dämonen und Teufeln. Sie zählen zu jenen komischen Leuten, die Omas erdolchen. Manche sind einfache Menschen, die gern Verrücktes tun und dann mit Samthandschuhen applaudieren und flüstern buhn. Sie fühlen zu viel, um in dieser Welt klarzukommen. Jeder kleine Denksport wird in ihren Köpfen zum Marathon.